Diese vier, von denen Tael gesprochen hat. Denkst du, er meint den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh, hey, du hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du so etwas schon mal gemacht? Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen drei. Hey, was ich getan habe, ich meine, dein Pferd und so, ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören, verstanden? Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen, damit das Horror-Kid nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Okay. Und hallo, ein herzliches Willkommen zu The Legend of Zelda Majora's Mask. In dem letzten Part ging richtig viel ab hier. Wir haben einen Riese gerettet, sozusagen. Und da drin ist die Prinzessin. Und ja, die Taya, die ist jetzt auch noch, hat sich bei uns entschuldigt und jetzt eigentlich ziemlich niedlich geworden. Wer bist du? Ling? Erfreut, dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Was war das denn? Kann es sein, dass du auf Geheiß des Affen gekommen bist? Aha, dachte ich's mir doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Also hat es der Affe geschafft, heil zurückzukommen. Sehr gut. Nein, der wird sterben. Hallo. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich zu entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. Das macht er doch gleich. das macht er jetzt. Sag nicht. Bist du sicher? Jupp. Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder? Seiner vorherigen Entscheidungen? Nicht aufregen. Wir schaffen das vielleicht noch. Nein, nicht aufregen. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sir Link. Hast du etwas, wohin du mich im Palast tragen kannst? Keine Ahnung. Warum willst du eigentlich getragen? Das kann immer getragen werden, immer. Ruto. Und so. Egal. Reiner mit dir. Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. Zwar ist es ein wenig eng, aber wenn du dich beeilst, wird es nicht zu unbequem. Sir Link, wir dürfen keine Zeit verlieren. Rasch, bring mich zum Palast. Ja, frag mich nicht, wie sowas möglich ist, eine Deko-Prinzessin einfach in eine Flasche zu stecken. Aber, ja, ist halt so, ne? So, wir müssen schnell zurück. Bevor es zu spät ist. Ich habe jetzt so keinen genauen Plan, was wir so machen werden in diesem Part. Irgendwas wird mir schon einfallen. Aber wir bringen jetzt erstmal die Deko-Prinzessin zurück. Das sind wir ihr schuldig. Was heißt, das sind wir ihr schuldig? Wir machen es einfach. Oh, da ist er ja schon. Das ist eigentlich voll unnötig, dass wir hier fliegen. Geh runter da. Hey, ich war doch auf dem Ding. Verarschen? Auch okay. So, schnell rein da. So, wir sind wieder da. Auch wenn ich keinen Bock habe hier drinne. Kann ich mal durch? Ja, los. Der Affe wird jetzt kurz bestraft und wir müssen schnell was tun können. Also los, rein da. Bevor es zu spät ist. Wo ist der Affe hin?
Worauf wartest du, Sir Link? Bist du betrunken? Oder redet... Nee, oder liegt es an der Flasche? Hallo, ich will... Warte doch mal. Hier, guck mal, was ich hab. Komm raus. Hallo. Oh, meine Tochter, geliebte Tochter, geht es dir auch gut? Ich war so in Sorge. Total. Dummer Vater. Gleich ein aufs Maul. Ja, das gibt's auch nicht oft. Was guckt ihr so? Gar nichts, gar nichts. Was? Was macht ihr hier? Lasst den Affen auf der Stelle frei. Boah, wie rot die ist. Und da ist er wieder. Oh, Herr Affe, es tut mir so leid. In allermaßen leid. Aber mein Vater neigt ständig zu solchen vorschnellen Entscheidungen. Ja, das kennt man auch sehr oft, ey. Ziemlich schlimm. Das verstehe ich, Prinzessin. Vergeben und vergessen. Aber was ist mit dem Tempel? Den geht's wieder gut. Dank Sir Link ging alles nochmal einmal gut aus. Man nennt dich also Link. Danke, dass du mein Versprechen gehalten hast. Ja, ebenfalls. Als Zeichen unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts im Palastungsgang. Ja, und das ist was ziemlich Behindertes, was wir da machen müssen. Das ist wie in Ocarina of Time. Was wir auch noch let's playen werden irgendwann mal. Auf jeden Fall. Ocarina of Time ist ja einer der geilsten Zelda-Spiele. Sagen ja viele, ist aber auch so. Oh yeah. Wir werden jetzt... Hör, die sind weggegangen. Auch gut. Werde ich nicht ständig genervt von denen. Wow, ganz ruhig. So, wir gehen jetzt mal hier rechts. Ne, das ist doch links. Ah ne, ist schon richtig. Die meinte in den Tempel aus rechts. Und das ist hier. Hä, wieso ist das denn so verbuggt? Seit wann kann man denn da durchfallen? So nervig, diese Dinger. Komm, springen. Kein Bock mehr auf die. Auf diese Tricksblätter hier. Komm. Ganz ruhig. So, da dran ist irgendwas. Der Butler nämlich. Und das ist schon was Interessantes, was er zu sagen hat. Deku-Schrein. Link, habt dir Dank für die Rettung unserer geliebten Prinzessin. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir Deko etwas für euch vorbereitet, von dem wir glauben, dass es euch nützen wird. Ich werde euch dorthin führen. Ja, das ist ein Wert dran, wie bei Boris. Bitte folgt mir. Und der hat's einiger mehr drauf als Boris. Das ist der King der Wettrennen, finde ich. Aber Deko Link kann gut mithalten, aber ich glaube, ich werde beim ersten Mal verkacken, weil es einfach nur scheiße ist. Hier sind sogar noch Gegner. Ne, die haben Angst. Aber wir kriegen wirklich was zu den 100% dazugehört. Hinterher. Wir dürfen keine Zeit hier verlieren. Jump! Gut gemacht. Ich finde das auch, dass es leichter mit Deku Link als auch mit Dings als mit Link. Wow. Nee, das machst du schon mit Link. Du kannst nicht springen. Ist aber so. Da habe ich keinen Bock. Und diese Passage ist scheiße, das merke ich jetzt schon. Geh mal weg. Stehst mir im Weg. So, schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los, weiter. Boah. Scheiße, wie lange ist denn der jetzt gegangen? Ja, toll, Totenkopf. Freut mich sehr. Wow, hier habe ich ganz gut Zeit gewonnen. Freut mich. Aber ich darf diesen Typen jetzt nicht aus den Augen verlieren. Was zur...
Mann, wäre geil, wenn ich das beim ersten Versuch packen würde hier. Ihr seht ja, wie scheiße das hier ist. Ist zwar schön gemacht und so, aber... Wow, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht mehr so. Genau. Nice. Scheint aber, dass ich alles richtig gemacht habe. Oh nein, jetzt muss ich auf die Dinger da drauf. Ich kann jetzt schlecht kommentieren, das ist jetzt einfach nur scheiße hier. Was ist das denn? Was soll das denn? Geh da hoch. Nicht auf die scheiß komischen andere Sache da. Was auch immer das sein soll. Oh, wo ist er hingegangen? Hallo? Boah, ich bin richtig gegangen aus Glück. Das war jetzt richtig Glück. Ja, Totenkopf, mir Latte. Hallo, nicht hängen, bitte nicht hängen. Komm schon, nicht mehr lange. Ja, du bist ja ganz witzig. Du bist ja obergeil. Kein Bock jetzt hier drauf. Komm jetzt, gib Gas. Boah, lebensmüde muss man sein. Wie lange ist denn jetzt gegangen, Mann? Ich weiß gar nicht, was ich mache und ich habe alles richtig gemacht. Boah. Beim ersten Versuch, ey. Gut gemacht, Link. Hier ist die Belohnung, die wir versprochen. Bitte nehmt sie an. Eine Maske. Du hast die Maske der Düfte erhalten. Deine Maske gehört dein nasales Feingefühl. Drückst du C, verstärkt sich deine olfaktorische Wahrnehmung. Schnüff, schnüff, deine Nase kann nun nichts entgehen. Ja, aber manchmal besser. Wenn ich euch so betrachte, muss ich an meinen Sohn denken. Der hat uns vor Jahren verlassen hat. Eben fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Tolle Wette. Ich fürchtete, ich habe euch ein wenig zu hart herausgefordert. Nun geht's so. Zwar bin ich alt, aber immer noch ein würdiger Gegner, das stimmt. Wie damals, als mein Sohn noch, bitte bitte vergib meine Unhöflichkeit. Ja, wie gesagt, ich habe immer Theorien. Ganz am Anfang des Spiels haben wir doch mal so einen Baum gesehen, der so traurig geguckt hat. Glaubt ihr, das war der Sohn von dem? Das ist auf jeden Fall meine Theorie. Wäre echt cool, wenn sowas mal in den Kommentaren stehen würde. Die Wahrheit. Es könnte aber sein. Ich meine, das könnte wirklich der Sohn sein. Der aber gestorben ist. Und, ja. Das dachte ich auf jeden Fall. Dieses Spiel hat sehr viel mit Liebe und Trauer zu tun und Freundschaft. Einfach nur cool. Jo, aber es gab noch eine Höhle, die ich besuchen wollte. Das werden wir jetzt auch mal sofort tun. Uiuiui. So. Das war scheiße, oder? War das jetzt fehl? Nee, es war alles richtig gut. Gut, gehen wir mal da hoch. So. Gehen wir mal hier rein. Und dann schauen wir mal. Die Höhle war doch hier irgendwo, ne? Ja. Direkt hier am Anfang. Mal gucken, was da so drin ist. Eine Kiste, eine ganz normale. Ja, los. Nur Rubine, also es ist gut gewesen, dass wir nicht... Ach. Stellt euch vor, wir wären bei dieser einen Stelle, wo wir zum Tempel gegangen sind, einfach mal runtergegangen. Das wäre jetzt einfach nur zeitstehlend gewesen. Und einfach nur unnötig. Aber okay, was können wir denn jetzt noch machen? Wir haben Pfeil und Bogen. Das ist ein Skulltulla-Haus. Davon gibt es zwei Stück, glaube ich. Achtung, vorne liegt das schreckliche Spinnenhaus. Ich weiß nur nicht, ob wir das schon schaffen können, ob wir da noch mehr Items brauchen.
weiß ich leider nicht. Aber ich weiß, wie wir da reinkommen würden. Wir können es ja mal versuchen. Doch, wir versuchen das einfach mal. Oder ich mach mal kurz einen kurzen Cut. So, da sind wir auch wieder. Wir können schon mal das Kulturhaus nicht machen. Da fehlen uns noch ein paar Gegenstände. Aber wir können... Was weiß ich. Wir gucken einfach mal und... Ich habe mich mal wieder nicht erkundigt über diese Folge, was wir hier so machen heute. Haben jetzt die Deko-Prinzessin zurückgebracht. Haben eine neue Maske geholt. Wir haben jetzt ungefähr so viele. Joa, dann gucken wir uns halt einmal ein bisschen um in der Steppe oder in der Stadt nochmal. Das heißt... Vielleicht schaffen wir ja doch noch was Gutes. Wäre auf jeden Fall nett. Eine Sache fällt mir noch ein. Ich hab das doch eben schon gespielt. Aber okay. Porten wir uns mal zurück. Zu... Sümpfe der... Nee, stopp. Doch. Sümpfe der des Vergessens. Dann guck mal so nach. Denn es gab ja eine Sidequest. Eine leichte. Da mussten wir einfach nur hier hoch zu diesem Bootsverleih. Und dem netten... Und dem netten... Leck mich doch. Vergesst, was ich gesagt habe. Es war alles umsonst. Ne, obwohl, warte mal. Immer wenn man alles zurückspult zum ersten Tag, vergisst man auch alles, was man hat. Auch noch geschlossen, ja super, nee. Nee, ich mach das so. Das ist mir jetzt zu blöd. Verwandel dich, ich will nicht mit dir reden, nein, will ich nicht. Hä? Wundererbsen. Naja, hab ich jetzt nicht nötig. Ich sagte nein. Nein. Ich will springen. Oh Gott. Gut. Weiter, 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 weiter. Dann gehen wir nicht rein, wir gehen hier weiter. Ich höre einen Fröschi. Das ist aber echt nervig gemacht, ey. Egal, erzähle ich ein bisschen was. Bisschen eine Chiller-Folge. Ich glaube eher, die wollten. Früher war ja Ocarina of Time ein sehr großer Hit. Aber ist ja auch klar, ne? Es wurde so oft so gefeiert, das Spiel. Da dachte Nintendo, also die haben auch viel Geld dafür eingenommen. Vielleicht dachte da, also das ist jetzt nur eine Theorie. Dann haben die halt, wow. Da haben die halt so viel Geld eingenommen. Und wollten schnell einen Nachbringer bringen. Dann haben sie sich für Majora's Mask nicht so viel Zeit gegeben. Ja, ich glaube, das ist sogar so. Die haben sich nicht, ja, haben sich nicht genug Zeit gegeben. Wollten sozusagen schnell einen neuen Titel rausbringen darüber. Und dann haben sie halt Majora's Mask rausgebracht. Und das haben die ein bisschen... Das Spiel ist nicht schlecht. Ist es nicht. Aber die Story ist ein bisschen unlogisch. Ja, komm. Ich meine... Vielleicht muss ich das ja doch als... Ach, ich gehe da jetzt einfach rein. Ich meine... jetzt. Hör auf zu laggen. Die wollten halt
Warum verliere ich nicht die Masken und so? Warum verliere ich überhaupt meine Rubine? Warum eigentlich? Aber nicht die Masken. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe die Story hier nicht so richtig. So, wir brauchen halt ein Bild für den Infotypen. Und ich wehe, das ist jetzt nicht gut genug. Ich mache jetzt hier mal ein Safe State. Ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal hinzulaufen. So. Ist ja einfach nur, damit ich mal Zeit spare hier. So. Dann gehen wir wieder hier weg. Warum muss man das denn dreimal spielen bei mir? Naja, passt schon. Jupp. Man verliert die Rubine, man verliert Bomben, Pfeile. Außer die Masken. Warum? Und vor allem die Bosse leben ja wieder. Ja, Leute, das ist unlogisch. Ich meine, alle Bosse werden wieder leben, wenn man zurückgeht. Der Sumpf wird immer vergiftet sein. Alles ist nie passiert, außer die Masken habe ich. Warum? Deswegen wundere ich mich auch ein bisschen über die Story. Auch wenn das ein sehr schönes Sidequest-Spiel ist. Ja, ich habe ein Bild. Ich sage nur ungern, aber wenn du hier bist, um mir ein Bild zu zeigen, bist du ja leider zu spät. Warum bin ich ja jetzt schon wieder zu spät, bitteschön? Ja, die ist nicht da. Wie du willst. Dann muss ich halt tricksen. Thema der Zeit im Wind. Was, warum? Muss man auch noch draußen sein? Na gut, dann gern nochmal. Rechts, rechts, A, A, unten. Und wisst ihr auch warum? Diese Spiele sind so zwei Easter Eggs, dieses Lied von der Zeit, diese Hymne der Zeit. Wenn man nämlich die ersten drei Töne von Hymne der Zeit nimmt, das ist dann da, 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 da. Und wenn man das zweimal macht, dann kommt dieses Lied da raus. Oh, schöne Musik, schön. Schöner Morgen. Aber wir wollen jetzt hier rein. Ich hoffe, das geht jetzt. Warum? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ey, aber jetzt kommt hier die normale Musik. Auch nicht. Naja, okay. Komm, spiel das Lied. So, und dann reisen wir mal zurück in Unruhestadt. Warum auch immer. Achso, ja klar, ja. Mir fallen wieder sehr schöne Sachen ein. Und die passen auch in diesen Part. Ich hoffe, ich habe den Part nicht so doll, so langweilig gemacht. Aber wie gesagt, überlegt euch mal selbst, warum die Story so komisch ist. Ja, wir wollen ja nicht als Musik hören, ich will hier mal weitergehen. Die Musik ändert sich auch Tag zu Tag, das ist ziemlich cool. Karneval wird hier richtig doll gefeiert. Ziemlich cool.
Falls ihr fragt, warum holt er sich nicht das eine Herzteil? Ein ganz bestimmtes, das werde ich jetzt auch nicht erwähnen. Ich sag einfach mal, ganz einfach, weil ich einen Trick zeigen will. Und das können wir noch nicht. Das werden wir jetzt machen. Hallo. Wie gesagt, das lese ich nicht vor. Das ist mir zu... Einfach nur zu komisch. Ja, lass mich spielen. Aber ich glaube, man kriegt, glaube ich, eine Rubine. Immerhin, dann habe ich es mal gezeigt. Bombenbasketball. Yeah. Cool, dann nochmal getroffen. Wow, die Bombe hat voll die Mega-Explosion. Ey, das ist aber gar nicht mal so schlecht. Eigentlich hasse ich die Minispiele. Aber das ist, scheint gar nicht mal so übel zu sein, auch wenn es gerade mal nervig ist. Ich treffe nämlich nicht. Sauber. Schöner Wurf. Ah, das war zu verzögert und schief. Nein, komm. Nein. Achso, man darf nicht den Boden berühren. Also den anderen Boden. Da, wo das Wasser ist. Warum ist da eigentlich Wasser? Achso, damit... damit die Bude nicht explodiert. Ah, okay. War das alles? Nee, irgendwas habe ich verpasst. Dich habe ich verpasst. Ey! Ich wollte schon sagen. Perfekt. Dankeschön. Hast du das gesehen, Liebling? Das war perfekt. Wie nervtötend. Zeig mir mehr von deiner Liebe, Schätzchen. Tut mir leid, dass ich keine hübsche Frau bin. Ich bin nur ein kleiner Junge, der spielen möchte. Unfair. Aber okay. Störe ich mal die zwei Liebenden nicht, dann sollen sie eigentlich auch keinen Laden betreiben, wenn das eh den nur nervt. Aber okay. Hallo. Juhu, wir wagen es mal, Söhnchen. Nennt er mich auch noch Söhnchen? Okay, wollen wir mal los hier. Also gut, Söhnchen. Ja, ich werde es jetzt eh gleich erklären. Hier kommen gleich diese Oktopusse und die Roten sind böse und die Blauen geben mehr Punkte. Geben Punkte halt. Und das Spiel wird einen abfacken. Hier lernt man Schießen außerdem. Hier habe ich es sehr gut gelernt. Hier muss man sehr schnell sein. Die Blauen sind... Ne, die Blauen sind böse und die Roten geben, glaube ich, mehr Punkte. Oh, läuft. Aber es wird noch ziemlich nervig. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, wie viele Punkte ich brauche. Ich gebe mal mein Bestes hier. Oh, ich habe es immer noch drauf hier mit dem Schießen. War das alles? Jo. Freut mich, dass ich das noch ein bisschen kann. Oder auch nicht. Toll. Triff den noch. Komm. Zack, zack. Und den hier. Sauber. Das alle? Jo. Ja, komm. Ach, komm schon. Noch. Ich glaube, man braucht 30 Punkte, oder? Mehr? Kann das sein? Oder 35? Ich weiß es nicht. Was soll denn das hier? Fast nicht gut genug. Wie viele Punkte brauche ich denn überhaupt? Ich habe gar nicht aufgepasst. Lass mal kurz lesen. Ja. Ziele auf die Roten. Passt bloß auf, dass du... Ja. 40! Oh mein Gott! Okay, ich war schlecht. Eiskalt schießen hier einfach. Zack, 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 zack. Warum zählt er nicht? Wow. Und dich hier? Also hier lernt man wirklich Bogenschießen, ohne Mist. Man hat ja eh unendlich Pfeile. Das heißt, man kann spammen.
Immer schön auf die Ecken gucken. Auch auf die Seite. Oh, jetzt läuft es aber ein bisschen besser. Nicht die blauen treffen. Ich glaube, die geben Minuspunkte. Weiß ich nicht. Oh. Einfach nur nervig. Und der Rekord ist einfach nur abgefuckt. Oh Gott, ey. Aber ich werde das jetzt hier einfach mal machen. Der Part ist dann eh dann vorbei. Komm, drei Stück noch, drei Stück. Ja, geil. Zack, 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 43. Und das im zweiten Versuch, das ist mal richtig gut. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich, glaube ich, 5 oder so gebraucht. Oder 7. Und man kriegt einen größeren Köcher. 40 Pfeile, yeah. Und das behält man natürlich auch für immer. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ihn ja liken, abonnieren und so weiter. Und so fort. Und was wir im nächsten Part so machen werden, das weiß ich noch nicht. Ich überlege mir da mal was Schönes. Ich gehe jetzt noch schnell zu einer Vogelscheuche. Nicht Vogelscheuche, Eule. Aber ihr könnt schon abschalten ab hier. Also bis zum nächsten Mal dann. Aber ich gehe jetzt noch zur Eule. Und höre mir diese schöne Musik noch an. So. Zur Eule, zur Eule, zur Eule. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Viel Spaß, euer Nintendo LP.